diesem Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man das unmögliche Dreieck hinbekommt. Dieses Dreieck hier hat drei rechte Winkel. Und heute zeige ich euch mal, wie man sowas macht. Dafür öffne ich mir erstmal ein neues Dokument. Nehme mir das Linienwerkzeug. Ich weiß nicht, wie das heißt. Und ziehe erstmal hier unten eine senkrechte. Davon mache ich jetzt ca. 45 Grad zwei kürzere Striche abziehen. Und wie bei einem gleichschenkligen Dreieck zwei Linien nach oben, die ich ebenfalls mit einer kurzen Linie oben kurz vor der Spitze verbinde. Jetzt ziehe ich hier eine Linie, die parallel zu der Linie hier ist, hier eine Linie, die parallel zu der Linie läuft und hier unten eine Linie, die ebenfalls parallel verläuft. So. Anschließend mache ich hier einen Strich runter. Hier gehe ich noch ein bisschen weiter und so, dass es dann hier dran endet. Diese Linie wird hier ran rangezogen und die Linie verläuft bis nach unten. Und wie ihr seht, ich habe gerade ein unmögliches Dreieck gezeichnet. Wenn ihr euch das nachmachen wollt, wisst ihr jetzt, wie das geht. Und ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen und wenn ihr meine Videos abonniert, würde ich mich auch freuen. Genauso wie wenn ihr sie weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.